Raus aus dem Bad, rein ins Fußballstudio. Die Bundesliga erlebt in der dritten Runde den ersten ganz großen Schlager, nämlich Rapid gegen Salzburg. Ich wünsche einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, beim Fußball. Experte heute ist Roman Melich. Hallo. Rapid hat ja den Saisonstart komplett verpatzt mit zwei Niederlagen zu Beginn und jetzt kommt Salzburg. Das ist jetzt auch nicht der ideale Gegner, um sich aus der Krise zu schießen, oder? Na, sicher nicht. Aber ich glaube, in der Situation Rapids gibt es keinen angenehmen Gegner. Sie müssen alles versuchen, um diese Negativserie zu beenden, um zumindest einen Punkt heute holen. Wir sind schon sehr gespannt, wie dieser große Kracher in der Bundesliga ausgeht und schauen gleich ins Hanapi-Stadion zu unserem Kommentator Oliver Polzer. Das Spitzenduell, das gar keines ist, Rapid gegen Salzburg, das Duell zweier eigentlicher Top-Clubs um den Anschluss an eben die Spitze. Zwei, die in Fahrt kommen wollen, zwei, die in Fahrt kommen müssen. Oft genannt in den letzten Tagen das Duell der Nachzügler, das Duell der Langschläfer. Der punktelose Achte gegen den torlosen Sechsten in der Tipp 3 Bundesliga. Und doch hat dieses Duell natürlich einen ganz besonderen Stellenwert. Trotzdem könnte es ein heißes Duell werden. Ja, wird es wahrscheinlich ein heißes Duell werden, denn es ist den ganzen Tag schon sonnig hier in Wien. Und damit jetzt auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Hanapi-Stadion, das zum ersten Mal in dieser Saison ausverkauft ist. 17.800 Zuschauer haben Platz. Man hat in dieser Saison 600 Abos mehr verkauft als noch in der letzten. 10.600 Abos sind über den Ladentisch gegangen. Dann hat man gesagt, stopp, wir wollen auch, dass zumindest ein Drittel des Stadions frei bleibt für Zuschauer, die keine Abos haben, die nur hin und wieder Rapid sehen wollen. Heute also in diesem Superduell gegen Red Bull Salzburg. Der Schiedsrichter kommt aus Vorarlberg, heißt Thomas Gangl, ist 38 Jahre alt. Die beiden Kapitäne wünschen einander zum letzten Mal an diesem Nachmittag alles Gute. So auch auf der Tribüne einiges los. Viele bekannte Namen, dann wir Funky Feurer neben dem Teamchef Didi Constantini. Goleador Hans Kranke ist da. China, Skocic, Weinhofer, Doku, Bilgaga, Blitzenetz, Starek, wie sie alle heißen, alle hier auf der Ehrentribüne. Und ein Mann, riesengroß, streckt da die Beine von der Ersatzbank weg. Das ist Joaquin Bogossian, die Neuerwerbung aus Uruguay bei Salzburg. Noch nicht im Einsatz, vielleicht ist es heute soweit. Der junge Trazan ist wieder im Kader, ist allerdings auf der Bank. Links im Mittelfeld Christoph Saurer. Ein, zwei Veränderungen hat es gegeben, die werde ich Ihnen gleich näher bringen. Jetzt freuen wir uns auf dieses Duell, das zu diesem Moment auch losgeht. Rapid mit dem Anstoß und natürlich zu Hause hier in Grün-Weiß, gar keine Frage. Rechts hinten in der Verteidigung nicht Andy Dober, sondern Tanju Kaihan, der die ersten drei Spiele dieser Saison bestritten hat. Jetzt zwei Spiele lang Andy Dober an dieser Position, ansonsten die Innenverteidigung gegenüber dem letzten Spiel im Europacup unverändert. Sonnleitner und Patoka und links hinten Markus Katzer. Kapitän und Spielmacher im Mittelfeld. Steffen Hoffmann zunächst einmal auf der rechten Seite, aber Sie wissen, er hat alle Freiheiten. Defensiv im Mittelfeld Markus Heikkinen neben Thomas Hinum und eben auf der linken Seite Christoph Saurer. Niki Zajelovic hat heute Hamdi Salihi zur Seite. Die beiden werden versuchen, hier im Stadion alles klar zu machen. Aber Rapid wartet seit vier Partien auf einen Sieg gegen Salzburg. Mal sehen, wie viel Taktik hier den Ton angibt. Bei Salzburg alles wie eigentlich erwartet, wie man das annehmen konnte. Eine Solospitze, wenn man so will. Ex-Rapidler Roman Wallner mit der Nummer 7. Dahinter kreativ das Mittelfeld über die rechte Seite. In diesem Fall Gonzalo Zarate, der für Wirbel sorgen soll. Und das auch in der zweiten Minute gleich einmal tut über die rechte Seite. Das ist Dusan Schwento auf der linken Seite, zentral Christoph Leitge. Die zwei sogenannten Sechser bei Salzburg, Frenkie Schima und David Mendes.
und in der Verteidigung Andreas Ulmer, Afolabi, Sekaya und Schwegler. Im Tor der deutsche Gerhard Dremel. Hofmann, Jelavic. Zentimeter zu kurz. Wird ja schon intensiv verhandelt mit den Glasgow Rangers und dann, wenn alles klappt und Jelavic tatsächlich wechselt, müsste sich Rapid auch wieder umschauen um eine Offensivkraft. Aber auch bei Salzburg ist man in Sachen Stürmer noch umtriebig auf dem Transfermarkt zu Bogosian, der also wie gesagt heute wieder auf der Bank sitzt und nicht ganz eingegliedert ist in die Mannschaft. Kommt möglicherweise auch noch der 21-jährige Brasilianer Alan von Fluminense Rio. Njukaya. Gefälscht, gar nicht so angenehm für den Torhüter, aber zu wenig Pfeffer dahinter. Christoph Sauber. Flotte Partie in den ersten 4 Minuten. Gutes Tempo, schnelles Kurzpassspiel, alles was man haben will an einem Fußball-Sonntagnachmittag. Respektive Coach Peter Backholt hat ja dieses Spiel, obwohl ihm das zugestanden wäre, nicht verschieben lassen, hat aber somit nur einen Tag Pause auf das Europacup-Spiel, das schon am Dienstag stattfindet. Und jetzt macht sich ein Eichkätzchen hier daran, ein wenig mitzuspielen. Kurze Unterbrechung, sehr fair vom Schiedsrichter. Und Sie sehen auch, hier ist das Tempo relativ hoch. Offensichtlich den Anstoß verpasst, möglicherweise ein Abo-Besitzer. Jetzt geht's weiter. Ah, ist noch auf dem Spielfeld. Fühlt sich recht wohl hier. Schiedsrichter wartet noch ab, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, hier über die Werbebanden drüber zu kommen. Jetzt läuft das Spiel weiter. Aber die Show gehört einem anderen hier. Jetzt kommt es gleich von rechts wieder ins Bild, da sehen Sie es. Kleiner schwarzer Punkt, das Eichkätzchen hat Lust mitzumachen. Der schnelle Gegenzug von Rapid. Jelavic. Ganz rechts wartet Hofmann. Nochmal Jelavic. Saurer. Kaya. So, das gibt den ruhenden Ball in Strafraumnähe.
eingehakt, so schon Schwento kann man geben. Achte Minute. Ruhende Bälle sind Chefsache bei Rapid. Steffen Hofmann. Erste Aufgabe für Dremel. Für Salih. Spitzer Winkel, schwierig zu verarbeiten. Vom Tor wegspielen wäre vielleicht die bessere Idee gewesen. Aber es ist auf Abstoß entschieden. Und im Nachhinein natürlich immer einfacher zu sagen. Fall gegen Rapid, Freistoß für Grün-Weiß. Sekaya gegen Salihi. Kapitän Ibrahim Sekaya, dessen Einsatz nicht ganz sicher war wegen Muskelproblemen. Ein großes Fragezeichen dahinter. Hofmann. Jelavic, haben los. Häkkinen, Jelavic. Schnell gespielt, sehr schön. Jelavic. Links geht Salih mit. In der Mitte Sekaya, das war harmlos. Hätte auch noch ein paar Meter machen können. Den Vorwurf muss er sich gefallen lassen. Kaya. Patoka. Das Tor gegen Omonia Nicosia erzielt beim 1:1. In Arjen-Robben-Manier ist von der rechten Seite nach innen gezogen. Dann hat der Torhüter ein wenig mitgeholfen. Am Dienstag das Rückspiel von Rapid, am Mittwoch dann Salzburg. Im Einsatz. Beide haben 1:1 gespielt in der ersten Partie. Beide spielen die zweite zu Hause. Salih. Ulmer.
Volabi mit dem schwierigsten aller Pässe quer über den Platz. Es gibt einen Wurf für die Gäste. Also mit einem 4-2-3-1, wenn man so will, mit den zwei defensiven Mittelfeldspielern Mendes und Schima. Und Rapid mit einem 4-4-2 oder 4-2-2-2. Da gibt es auch zwei defensive, aber eben zwei echte Spitzen. Hervorragend. Hoffmann wieder mit dem guten Pass. Djelovic mit dem erfolglosen, aber nicht schlechten Abschluss. Sehr schnell gespielt, ausgehend wieder von einem herrlichen Pass, der die Übersicht des Spielmachers Steffen Hoffmann unterstreicht. So die Abwehr öffnet durch diesen überraschenden Pass ins Loch. Sehr schön gespielt. Eikinen. Jelavic. Rapid hat mehr vom Spiel jetzt. Kein Foul. Nein, Gangl. Light Gap. Zu fest. Schon der Pfiff wegen Abseitsstellung von Roman Wallner. Natürlich auch für ihn ein spezielles Spiel. So, und für alle Tierfreunde unter Ihnen auf sicherem Weg nach Hause oder auf den Sitzplatz, wie auch immer, es ist alles gut gegangen. Der kleinste aller Besucher hat die Feldüberquerung überstanden. Eine Viertelstunde ist gespielt, 0-0 zwischen Rapid und Red Bull Salzburg in einer flotten Partie, in der Rapid jetzt mehr Aufenthalt in der gegnerischen Hälfte hat als umgekehrt. Schima. Zarate. Der im Europacup nicht überzeugt hat im ersten Spiel. In der vergangenen Woche bei Omonia Nicosia.
Salih. Aber keine Unterstützung da, er muss lange warten. Erstmals hebt es Hugh Stevens aus dem Sessel, aber nur, wenn der Ball in der Nähe war. Sonst noch recht ruhig. Der 56-jährige Niederländer. Sehr Schwento und es gibt Eckball. Erste schnellere Kombination der Salzburger über die linke Seite. Länger nichts zu sehen jetzt. Knapp 20 Minuten gespielt. Noch kein Tor im Hanapi-Stadion. Jetzt wird es natürlich laut auf der Westtribüne. Rapid-Fans stärken Raimund Hedl den Rücken, der gar nicht an den Ball kommt. Nochmal Eckball, andere Seite. Zarate. Patoka hat aufgepasst. Und dann abseits. Schuss kam von Leitke. So. Ja, das kann schon gestimmt haben, dass Zarate da schon im Abseits war. Schwer zu sehen. Echartik da hinten. Hofmann gesucht und gefunden. Einwurf Salzburg. Schwer gegen Schwento und Ulmer. Würde ich zumeist in seiner Nähe aufhalten. War die große Frage, ob er einen direkten Schatten bekommt für die Dauer des gesamten Spiels. Ob das vielleicht auch Frankie Schimmer sein kann, aber schon allein die Aufstellung mit Hofmann im Mittelfeld auf der Seite. Ja mehr oder weniger unmöglich gemacht. So. Schuss kam von David Mendes, abgeblockt.
Und damit nochmal Eckball. Leitgeb. Schwerer Patzer, aber schon auf Abseits entschieden. Da bin ich gespannt. Auf diese Wiederholung bin ich gespannt, denn da waren jetzt zwei schwere Patzer von Rapid dabei und da haben sie richtig Glück, wenn... Ja, da ist nichts zu erkennen. Also das war für mich hier mal kein Abseits. Das heißt, drum gemacht hat er auch nichts draus, hat in der Pfiff schon gestört. Oder Raimund Hedl, wie auch immer. Eine ganz heikle Situation. Da ist Patoka überrascht worden, sage ich mal. Ist da nicht mehr hingekommen. Der Fehler schon davor. Das kann schwer ins Auge gehen. Jürgen Patoka in diesem Fall von dem Ball, der da plötzlich bei ihm auftaucht, überrascht. Schon davor einer daneben gefahren. Und so kann es dann gehen. Die eine Mannschaft tut mehr fürs Spiel, macht aber hinten zwei Fehler und der andere geht in Führung. Salzburg beginnt jetzt ein wenig früher zu stören. Das war die größte Möglichkeit für die Salzburger. Roman Wallner geht in die Luft. Der Ball kam von Zagatte, der viel arbeitet auf der Seite. Gegen Katzer durchsetzt. Und jetzt schauen wir noch mal hin auf diese Situation. Naja, wenn, dann waren es Zentimeter. Da gratuliere ich dem Assistenten an der Linie, dass er das Freistoß gibt. Oder schön gefallen. Wir schauen noch mal nach. Nein, nein, da hat er schon gegens Bein getreten. An dieser Position, den Freistoß wird wieder Steffen Hoffmann sein, beim ersten Mal recht harmlos, nicht wirklich gefährlich vor das Tor. Wahrscheinlich das Rezept nicht sein für Rapid. Die hohen Bälle da in den Strafraum von Salzburg. Dort fühlt sich ein Afolabi wohl. Dort arbeitet ein Sekaya, ein Schima, ein Mendes kommt mit zurück. Alles kopfballstarke Spieler, die auf solche Bälle nur warten. Dass sie ihn überall sehen, ist nicht auf die rechte Seite fixiert, der Spielmacher. Da ist er wieder. So, bevor es zu hart wird, der Pfiff. Freistoß für Rapid. Hüb Steffens, nicht einverstanden. Meinung, zwei Mann sind in die Höhe gesprungen, beide mit dem gleichen Einsatz, kann kein Freistoß für Rapid sein.
vierte Mann. Aus dem Schiedsrichterteam bekommt jetzt einen Senf. Holländisch scharf. Eine halbe Stunde gleich gespielt, 28 Minuten. 0:0 zwischen Rapid und Salzburg. Ein Duell, das jetzt in den letzten 10-15 Minuten auf Augenhöhe verläuft. Rapid hat den Anfangsschwung, den Anfangsdruck nicht nützen können bisher. Mendes. Etwas ideenlos. Der Übergang vom Defensiven über das offensive Mittelfeld nach vorne bis hin zu Roman Wallner noch etwas zäh. Wie viel Zeit hat er für neue Ideen? Rechts, Kai Hahn. Sich selbst, warum auch nicht. Jetzt sich der Ball macht nicht, was er vorhat. Und so geht die erste halbe Stunde ohne Treffer über die Bühne. Peter Backholt. 40. Meisterschaftsspiel als Trainer in der Bundesliga. 16 Spiele hat er als Trainer erlebt gegen Salzburg. Nur 3 Siege gefeiert. Nach 2 Auftaktniederlagen in der Bundesliga-Saison 2010-2011 steht er natürlich schon etwas unter Druck. Das geht bei der Mannschaft die Rapid sehr schnell. Dreht sich noch nicht mal um nach dem Foul. Steffen Hoffmann, das ist einfach schon gewohnt, dass man ihn so vom Ball trennt. Da war noch kurz nachgeschaut. Leid gibt was. Vielleicht das Rapid. Noch ist das hier ohne gelbe Karte abgegangen. Noch keine gröberen Fouls. Aber auch noch keine ganz großen Chancen. Aikinen. Nach dem Fehler von Afolabi. Schwento. Roman Wallner aus dem Netz. Erkennen, dass der Argentinier technisch und spielerisch einiges drauf hat, hier auch nur durch einen Foul zu stoppen ist. Die Schauspielleistung ist ganz hervorragend, aber der kann Druck machen, der kann Schwung bringen über die rechte Seite, ist auch jetzt schon ein paar Mal über die Mitte gegangen.
Ist aber auch der Einzige, der als Drehscheibe fungiert im Mittelfeld. Freistoß Salzburg. Schwenter. Gespielt 0:0 zwischen Rapid und Red Bull Salzburg. Eine Partie, die zu Beginn viel Schwung hatte, ist jetzt zu einem Sommerkick zurückgekehrt. Dann bemühe ich wieder mal eine Fußballfloskel. Ein Tor würde dem Spiel sehr gut tun. Nona Hoffmann mit dem Eckball. 10 Minuten geht es noch in der ersten Hälfte. Salih war dran, aber keineswegs gefährlich. Hamdi Salih, der im Sommer vor einem Jahr, also 2009, von Ried gekommen ist, als sehr kopfballstark gilt. Teils laut, teils ratlos. Teils ideenlos sind die Gesten und Minen bisher zu interpretieren. Das tut natürlich sehr weh. Mendes da Silva. An der Wade erwischt. Christian Schwieger, der bringt den Ball bis zum Tor. Wo Salih schon darauf gewartet hat. Zarate, Schwieger.
Diesmal passt Patoka auf. Vorteil. Chance auf den schnellen Konter. Über rechts. Hofmann. Gegen Leitgeb. Das war ein Zweikampf. Ganz normal. Heikkinen. Patoka. Alle wieder aufgestellt. Zurück zum Start. Zu lange gewartet von Patoka. Dann schlechtes Passspiel. Wenig Sehenswertes in dieser Phase. Hofmann. Jelavic. Hofmann. Einfach verpickt. Sehe ich kein Loch auf, vielleicht jetzt. Schön gemacht von Thomas Hinum, der Salihi noch mal bedienen wollte. Aber Salzburg sehr diszipliniert dahin. Es gibt den Freistoß. Sehr zerfahren. Wirkt fast so, als ob dieses Spielfeld kleiner wäre als andere. Sehr viel auf engem Raum. Kaum einmal schneller Seitenwechsel, schnelle Spielverlagerung. Wenig Ideen. Defensiv sehr konsequent die beiden Teams und so. Das ist natürlich etwas zerfahren alles. Nicht mehr viel anders zu erwischen von Salihi. Damit auch keine Chance für Christoph Sauer. Kleines Musterstück von Jelavic dabei, aber noch nicht allzu viel Sehenswertes in dieser ersten Hälfte, die noch 3,5 Minuten dauert. Innerhalb der 45. Allzu viel wird nicht nachgespielt werden. Versuchen schnell Überzahl herzustellen, in der eigenen Hälfte sehr konsequent attackieren, so wenig möglich machen. Einwurf Rapid, Tanju Kaya. Holt nochmal einen Eckball heraus. Thank you.
Schiedsrichter zu früh. Hoffmann. Und der dritte Eckball. Aufs kurze Eck, DT, eigentlich ganz gut. Da war Jelavic, das hat Hoffmann schnell erkannt. Jelavic macht sich auf den Weg, noch eine Chance. Geschenk von Rabio Afolabi. Der hat übrigens schon 12 Mal gegen Rapid gespielt mit diversen Vereinen, aber noch nie verloren. Der nächste Eckball. Und wieder Hoffmann. Diesmal auf die zweite Ecke. Dort wartet keiner. Zweite Stange viel mehr. Und es gibt noch mal einen. Diese erste Spielhälfte beim Spielstand von 0:0 klingt vor dem Salzburger Tor aus. Die größte Möglichkeit, er hat ihn nicht gut erwischt, nicht wirklich Druck auf den Ball bringen können, darum geht der dann auch noch mit nur wenig, Druck am langen Eck vorbei. Ja, der vierte Mann an der Linie hat versucht etwas anzuzeigen an Nachspielzeit. Allein drauf gestanden ist wenig, zumindest auf der Rückseite. Eine Minute ist es, die nachgespielt wird. 30 Sekunden davon haben wir noch. 0:0 hier zwischen Rapid und Salzburg. Und mit etwas Glück für Rapid am Schluss. Nochmal ein Eckball. Ja, das war der eigene. Nochmal ein Eckball für Salzburg. Und dann ist es das gewesen. Mit der ersten Hälfte hier im Hanapi-Stadion. Zarate. Aufs kurze Eck. Und jetzt hat er genug. Schiedsrichter Thomas Gangl beendet die erste Hälfte. Nach 46 Minuten steht es 0:0 zwischen Rapid und Salzburg. Ein Spiel, das nur noch besser werden kann. Der Anfangsschwung von Rapid hat nichts eingebracht. Salzburg ist sehr viel damit beschäftigt gewesen zu zerstören. Hat erst Mitte der ersten Hälfte ins Spiel gefunden, aber kaum sehenswerte Chancen. Also, das kann sich hier eigentlich nur noch steigern. Das Wort zum Sonntag ist gesprochen in den beiden Kabinen. In Kürze werden die beiden Mannschaften wieder rauskommen. Willkommen zurück im Hanapi-Stadion in Wien-Hütteldorf, wo es im Duell zwischen Rapid und Salzburg noch 0:0 steht. Die erste Hälfte, ein sommerlicher Kick. Mit welchen Erkenntnissen für Teamchef Dietmar Constantini, der sich auch eine Erfrischung gegönnt hat, der natürlich schon in Richtung Länderspiel, Testspiel gegen die Schweiz übernächste Woche in Klagenfurt vorbereitet, schaut, beobachtet und überlegt. Und das in einem illustren Kreis, da sehen wir Reinhard Kinas, da sehen wir die Herrn Skocic, Weinhofer und wie sie alle heißen, deren Autogramme natürlich noch immer sehr begehrt sind. Für einen passablen Fußballnachmittag fehlt noch einiges. Nicht nur die Treffer, sondern auch
die dazugehörigen Torchancen, die attraktiv machen sollen. Diesen Fußballnachmittag sieht nach keiner Veränderung aus. Dürften beide Mannschaften gleich wieder aufs Feld gekommen sein. Keine Wechsel bei Rapid und auch nicht bei Salzburg. Drücken Sie die Daumen, dass die zweite Hälfte attraktiver wird als die erste. In der letzten Saison gab es in 4 Duellen 3 Unentschieden und einen Salzburg-Sieg in der Polen Arena. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten zwischen Rapid und Salzburg. Schiedsrichter Thomas Gangl, der ein schweres Foul übersehen hat in der ersten Hälfte. Pfeift also jetzt die zweite an. Die auch in der ersten Hälfte wieder bestätigt haben, dass es im Abschluss Schwächen gibt, dass es da Probleme gibt, auch wirklich zum Torerfolg zu kommen. Heute muss man die Kritik schon einen Moment früher ansetzen. Heute schon wenig Torchancen auf beiden Seiten. Schneller Ballverlust, viele Ballverluste, schon wieder in den ersten 2 Minuten der zweiten Hälfte. Kajan. Hofmann. Kajan. Minute, das 1:0 für Rapid.
wird aus dem Hinterhalt geschossen. Hier zunächst die Verwirrung. Kein Abseits, alles korrekt. Der Ball in die Mitte und dann die schlechte Abwehr. Nach vorne die Sicht verstellt. Hoffmann nach außen. Nochmal für Salihi. Der scharf zur Mitte. Schlecht abgewehrt. Und dann kommt Christoph Saurer, der das 1:0 für Rapid erzielt. Das war die erste Schwäche in der Abwehr von Salzburg. Die Aufregung des Torhüters kann ich nicht ganz nachvollziehen. 1:0 für Rapid in der 49. Minute. Schnell gespielt da vorne. Eine flotte Kombination, aber letztendlich war es eine Unsicherheit, eine unsaubere Abwehr vor dem eigenen Tor. Und Christoph Saurer erzielt also den Führungstreffer und das tut dieser Partie mit Sicherheit einmal gut. Denn Salzburg muss reagieren, muss jetzt nach vorne mehr tun. Leitgeld, Zarate, rechts wie links zu finden. Silva. Neues Bein von Thomas Hinum. Der von Kärnten gekommen ist, Freistoß Salzburg. Leitgeben. Zu lange gewartet. Jetzt die Möglichkeit, eins drauf zu legen. Hoffmann, tolles Spiel auf Salihi, der muss alles klar machen. Müsste. Großartige Reaktion von Gerhard Trimmel. Das war eine Riesenchance. So, die erste Hälfte hat in Summe nicht so viel geboten wie die zweite in 6 Minuten. Ballverlust an der Mittellinie von Leitgeb hat zu diesem schnellen Konter geführt, den Steffen Hoffmann angeführt hat und Salih hier auch großartig bedient hat. Und da gibt es den Freistoß für die Salzburger. Also wenn man Foul gibt, dann war das auf der Linie und die Linie gehört an sich zum Strafraum. Dort, wo der Ball jetzt liegt, war es einmal sicher nicht. Schön gemacht von Hoffmann. Dann der Befreiungsschlag. Wird flotter. Und in Kürze wird gewechselt. Die Salzburger werden erstmals den neuen Mann bringen. Aus Uruguay. Joaquin Bogosian wird kommen, macht sich bereit. Und auch Jakob Janche, es wird einen Doppeltausch geben. Bogosian, da ist er. 1,97 Meter groß, Kopfball stark, 23 Jahre jung. Man spricht von einem großartigen Torinstinkt und der ganz großen Hoffnung.
Und es wird wohl Roman Malner erwischen. So, und jetzt gibt es den Wechsel. Da machen sich beide bereit. Jakob Jantscher und auch Bokossian, zwei neue Werbungen. Es wird Roman Walner erwischen, der also jetzt aus dem Spiel geht. Und für ihn die neue Werbung mit der Nummer 43. Joaquin Bokossian mit dem Spitznamen Bogol ausgestattet, soll also jetzt für Salzburg wirbeln. Nachfolger von Marc Janko, ähnlich groß. Und wenn ähnlich erfolgreich für Salzburg, dann in jedem Fall ein guter Kauf. Dusan Schwento geht aus dem Spiel und für ihn Jakob Jantscher. Schwento mit mäßigem Erfolg in dieser Partie über die linke Seite, hat versucht zu wirbeln, Druck zu machen, wenig ist gelungen. Bei den Newell's Old Boys zuletzt in der Saison 2009-2010 17 Treffer in 34 Spielen erzielt, dieser Joaquin Bokossian. Wir sind sehr gespannt, wie sich der hier ins Mannschaftsgefüge eingliedert bei Salzburg. Afolabi wollte das ganz besonders schön lösen und hat Salihi nochmal bedient. Und jetzt gibt es den Eckball. Schauen Sie mal hier, ganz lässig. Das kann schön in die Hose gehen. Wenn er den Ball richtig auf den Fuß bekommt, mit etwas Glück nach innen zieht, steht er alleine vor Dremel. Das hat zwar schon einmal nichts gebracht, aber wird gefährlich. Eckball Rapid, Spielstand 1:0 für die Gastgeber in Grün-Weiß. Christoph Sauer. Dremel. Bokossian mit zurückgegangen, hat jetzt den weitesten aller Wege in einem Fußballstadion vor sich. Im schnellen Gegenzug. Zarate. Ja, Foul von Jakob Jantscher, der nachgestoßen hat. Pfiff in Ordnung. Sauer. Katzer. Rapid, ähnlich wie in der ersten Hälfte, wieder mit Anfangsschwung, mit Anfangsdruck und das Foul von Bokossian gegen Steffen Hofmann. Thomas Gangl heißt den Herrn aus Uruguay der österreichischen Bundesliga willkommen mit einer resoluten Ermahnung. So geht man nicht um mit einem der besten Spieler der Liga oder sowas ähnliches. Knapp 30 Meter, Steffen Hoffmann. So, und hier nochmal der Treffer von vorhin, wieder Hoffmann, der die Beine im Spiel hat und dann die schlechte oder gar keine Abwehr irgendwie da von David Mendes. Und Christoph Saurer erzielt das 1:0 und damit seinen ersten Treffer für Rapid, natürlich auch den ersten in dieser Saison. Sich schon einiges anhören müssen, dieser Christoph Saurer von den Rapid-Fans, die ihn hier
nicht sehr herzlich empfangen haben im Hanapi-Stadion. Aber dieser Treffer für Grün-Weiß, für den ehemaligen Austria-Amateur und Stronach-Akademie-Absolventen, wird wohl einiges gut gemacht haben, was Kredit bei den Fans betrifft. Thomas Hinum hat es erwischt. Eine Werbung aus Kärnten hier zusammengestoßen. Da glaube ich keine Absicht dabei. Schubser, wieder von Thomas Hinum. Etwas zerfahren jetzt wieder. Zarate. Schwecker wird den Ball wohl wieder in Richtung Elfmeterpunkt bringen. Sogar davor hat sich Zarate aufgestützt, wie auch immer, der Ball ist im Tor, 1:1. 62. Minute, Jakob Janča. Und da bin ich gespannt auf die Wiederholung, ob sich da nicht Bogosian aufgestützt hat zuvor beim Ball wieder zurückgeben. Schauen Sie da rechts, naja, schwer zu sagen, einer fällt, Katzer fällt und ähnlich wie auf der anderen Seite. Etwas aus dem Hinterhalt, aus der zweiten Reihe, schön getroffen, Jakob Janča, der den Aufsitzer verwertet zum 1:1 in der 62. Minute. Schauen wir hin, aufgestützt nicht, ein wenig weggeschubst, vielleicht Katze, zu wenig für einen Foul. Ich glaube, das geht in Ordnung. 1:1 und damit ist das Unentschieden wieder hergestellt. Was heißt das für das Spiel? Da hat Tedl keine Chance. Den darf man dort nicht schießen lassen. Gar keine Frage. In der 62. Minute Jakob Janča mit dem Ausgleich. Wird selbst ein wenig überrascht gewesen sein, Jakob Janča mit dem rechten Fuß. Und Christoph Sara beinahe zum zweiten Mal erfolgreich. In beiden Fällen Neuerwerbungen erfolgreich gewesen. Das wird nicht nur die Trainer oder die Spieler selbst freuen, sondern auch Sportdirektoren und Manager, die ja gerade die intensivste Zeit erleben. Bis Ende August, Transferzeit, kann und wird sich natürlich noch einiges tun. Bogosian, Zarate,
solchen Situationen sieht man auch beim schnellen Kurzpassspiel, wie gut das Mannschaftsgefüge am Beginn der Meisterschaftssaison schon ist. Oder was eben noch fehlt. Schlechtes Passspiel von Jürgen Patoka. Bogosian, ja, der legt ab. Das ist natürlich eine seiner Stärken da vorne. Wenn der Ball hochkommt an die Strafraumgrenze, dann nochmal abzulegen. Aber dann muss einer da sein, der verwertet, der abschließt. Nicht hier und nicht jetzt. Sehr guten Eindruck heute hier im Spiel von Rapid, wenngleich das Spiel an sich nicht hochattraktiv ist, ist Zaura einer der auffälligsten bei den Grün-Weißen. Nicht nur wegen seines Treffers. René Gattler wird also doch wieder kommen. Wen wird es erwischen? Salihi oder Kajelavic? Hofmann. Na, ja, der Fall zu stoppen. Und jetzt der Wechsel. Salihi wird aus dem Spiel gehen. Und für ihn also Gattler. Das war die Riesenmöglichkeit für Hamdi Salihi, die größte eigentlich in diesem Spiel, die nicht zu einem Tor geführt hat. Es gab nur drei Chancen in dieser Partie, die erzählenswert wären. 52. Minute, ein Konter, Hoffmann auf Salihi, der aber dann leider nichts daraus machen konnte, leider für Rapid. Und jetzt ist es der junge René Gattler, auf dem die Hoffnungen ruhen. Im Europacup zuletzt im Mittelfeld oder aus dem Mittelfeld gekommen, wird jetzt wieder Spitze spielen an der Seite von Nikica Jelavic. Und auch Andi Toba macht sich schon an der Linie bereit und wird Tanjuk Kaihan ersetzen. Der vierte Mann aus dem Schiedsrichterteam auch bereit und jetzt gibt es den Wechsel. Tanjuk Kaihan, der vor allem in der ersten Hälfte eine sehr gute Partie gespielt hat, technisch überzeugen konnte und die rechte Seite bei Rapid ganz gut zugemacht hat, übergibt an Andi Toba. Vielleicht braucht es jetzt den einen oder anderen Gewaltschuss aus der zweiten Reihe oder vom ruhenden Ball weg. Und da ist Andi Toba natürlich Experte. Denn unglaublichen Hammer. In Kürze 70 Minuten gespielt, etwas mehr als 20 Minuten geht es also noch. 1:1 zwischen Rapid und Salzburg. Gattler
Sonnleitner, Hofmann, der von weit hinten kommt jetzt. Und Salzburger attackieren sehr schnell in der eigenen Hälfte. Und wie es aussieht, sogar noch früher. Ein Rezept, das man ganz gut verwenden kann, vor allem auswärts und dann, wenn man hinten recht dicht steht. Früh attackieren, die Gastmannschaft schon in der eigenen Hälfte verunsichern. Das könnte auch das Schlussrezept für die letzten 20 Minuten sein, das die Salzburger anwenden. So, das wäre dann schon sowas für Andreas Doper, der, wenn er es ist, gewaltigen Anlauf nimmt. Gerhard Dremmel macht sich bereit im Tor der Salzburger. Distanz groß. Es ist nicht Hoffmann, es ist Doper. Es ist ein Kracher und er geht daneben. Das wäre schon gewesen, seine erste Ballberührung. Die zweite dann bei einem neuen Spielstand. So hätte sich das Peter Backholt vorgestellt, der immer aktiver wird an der Linie. Zarate. So viel Übersicht wieder von Hoffmann. Das hätte früher kommen müssen. Da hätte Gartler ruhig den Heber probieren können. Denn Dremmel war weit aus dem Tor heraus. Den Ball noch einmal aufspringen lassen. Schauen Sie mal. Links Dremmel und da, wenn der Heber kommt, muss er auch sehr genau sein. Keine Frage, und ist schwierig zu spielen. Aber dann kein großes Problem mehr für Dremmel. Und wieder großartige Übersicht von Steffen Hoffmann. Gartler. Hoffmann. Doper. Im Doppelpass wird Hoffmann aber abgefangen. Pokosian. Ja, der ist auch noch da. Janczak. Gartler lässt sich zurückfallen, holt Bälle aus dem Mittelfeld, Saurer. Inom, Hoffmann. Und die Latte. Aber nicht mehr dran, Gerhard Dremmel. Aber der hintere Teil der Latte, wenn Sie so wollen, ungefährlich. Wenn er den so wollen hat, misslungen. Aber nicht viel.
Nishima. Sie sehen schon an seiner Gestik. Da ist keiner, der hilft. Leitke. Schwicker. Auf Bogosian. Foul von ihm, sagt der Schiedsrichter. Na, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Da ist bei ihm gezogen worden. Und in Kürze wird es laut hier im Hanapi-Stadion. Das ist nicht etwa ein Gewitter, das wird die Rapid-Viertelstunde, die in diesen Sekunden eingeklatscht wird. Einmal ein Wechsel. Der junge Drazan wird ins Spiel kommen. Christopher Drazan. Und zwar für Christoph Saurer. Auch erwartungsgemäß. Er hat das Tor erzielt für Rapid. Der ehemalige Violette, der also jetzt dann auch seinen Applaus bekommt hier im Stadion höchste Zeit. Und der eine gute Partie gespielt hat, der eigentlich nicht schuldig geblieben ist. Und jetzt Christopher Drazan, der zuletzt im Europacup nicht einmal im Kader war. Große Aufregung unter den Fans, in den Medien, wie auch immer sie wollen. Ist einiges darüber berichtet worden. Peter Backholt hat gemeint, er versteht die Überraschung nicht, die Aufregung nicht. Er hat halt in den ersten beiden Spielen nicht das gebracht, was er sich erwartet hat. Jetzt ist er wieder im Kader, jetzt ist er auch wieder auf dem Feld. Christopher Drazan, der für frischen Wind über die linke Seite sorgen soll. Die Wechsel bei Rapid, allesamt Positionswechsel, klassische Wechsel, also wirklich ein Spieler von der Position weg und genau auf dieselbe Position wieder einer hin. Taktisch keine großen Veränderungen. Frankie Schimmer raucht der Kopf. Nach einem Zusammenstoß. Knapp 13 Minuten noch. Bogosian. Auch hier per Foul gelegt. Und das war jetzt dann die erste gelbe Karte in dieser Partie, Markus Katzer. Gerd Dremmel von Salzburg hat auch schon gelb gesehen, so war es also jetzt die zweite, Verzeihung. Patoker rettet ihn noch. Ist für mich jetzt komplett offen, dieses Spiel. Alles noch möglich hier. Auch die drei Punkte für eines der beiden Teams. Keine wirkliche Überlegenheit für eine der beiden Seiten zu erkennen. Das 1:1 gerecht. Leitke. Schön auf Janča. Janča. Nochmal zur Mitte. Da ist Zarate. Da ist alles offen. Und das war eine super Möglichkeit für Salzburg und Riesenglück für Rapid. Und das weiß Hüb Stevens. Der muss zumindest aufs Tor gehen. Und wenn er dann noch gehalten wird, okay. Aber so frei zum Schuss. Völlig unbedrängt. Aber der Linke ist seiner nicht, ganz offensichtlich. Schauen Sie mal. Nein, das Tor muss er treffen. Größte Möglichkeit für Salzburg jetzt seit einiger Zeit in der 79. Minute durch Gonzalo Zarate, der im Europacup getroffen hat, aber hier in der Meisterschaft heute hätte treffen müssen. Freistoß Rapid, Steffen Hoffmann.
sehr unangenehm auf die 5-Meter-Linie. Dort gibt es zwei Wachhunde mit Afolabi und Sekaya, aber wenn die einen Fehler nur machen, wird es ganz schwierig für Gerhard Renn. Kurz abgespielt, Drazan. Noch im Schlager dieser dritten Runde der Tipp 3 Bundesliga 1:1 zwischen Rapid und Red Bull Salzburg. Großartig, wieder der Einsatz von Steffen Hoffmann, der plötzlich Platz hat. Sehr viel arbeitet. Unglaublich, was der für die Mannschaft tut, was er wert ist. Bogosian war da fast den Schritt vorne. Schiedsrichterassistent an der Linie, aber auf Ballhöhe. Schlecht auf Hoffmann. Dober. Und es gibt Eckball. Nochmal. Da haben wir es gesehen, da ist gezogen worden. Katza hält Janča zurück. Das müsste eigentlich die gelbe Karte geben. Das wäre dann die zweite. Was das bedeutet, wissen Sie. Die verfrühte Dusche.
knapp 5 Minuten noch diesem Spiel zwischen Rapid und Salzburg. Einwurf Rapid nochmal. Sehr zerfahren nach wie vor dieses Spiel. Der nächste Treffer entscheidet wohl, behaupte ich jetzt. Denn im Zerstören beide recht gut bisher. Erster Punkt für Rapid in dieser neuen Bundesliga-Saison ist vielleicht etwas Druckabnahme für Peter Backholt und seine Mannschaft, aber sicher nicht das, was man sich gewünscht hat hier. Nochmal, im Vorjahr gab es in 4 Duellen 3 Unentschieden, heute sieht es wieder danach aus. Zu ähnlich die Spielanlagen der beiden, zu gut die Defensiven. Kein Handspiel oder doch, jetzt der Pfiff, spät. Die Aufregung wird größer bei den beiden Trainern, Yves Stevens hat kein Anspiel gesehen, überraschenderweise. Wenn das keins ist, dann gibt es kein Anspiel. Natürlich mit dem Oberarm den Ball heruntergenommen, Freistoß für Rapid. Und wegen Reklamierens gab es nochmal die gelbe Karte für Frenkie Schimmer. Freistoß Rapid. Hofmann. Gefährlich. Ganz unangenehm. Beinahe Katzer noch dran. Jantscher. Die 90. Minute läuft. Nach wie vor 1:1. Lucky Punch. Das wäre es jetzt für eines der beiden Teams. Drazan. Rapid hat mehr vom Spiel jetzt wieder in dieser Phase der Partie. In Salzburg wäre es wahrscheinlich ein Konter. Aber da ist wenig gekommen. Rapid hätte es vielleicht jetzt noch eher verdient. Das ist schon fast übertrieben, zu wenig Greifbares, Sehenswertes, Gefährliches auf beiden Seiten. Das gilt wirklich für beide Mannschaften, das 1:1, nicht schön, nicht attraktiv genug für einen Sonntagnachmittag. Darum gibt es auch noch 3 Minuten drauf, aber gerecht ist es allemal.
Mijelovic gegen Schwegler. Nochmal Freistoß Salzburg. Kein sehr schlaues Foul an dieser Stelle. Ibrahim Sekaya direkt neben Hüb Stevens und der Trainerbank hat jetzt 6 bis 8 Einsager. Afolabi, Ulmer, Zarate, auch einige schuldig geblieben heute. In der ersten Hälfte noch mehr gezeigt als in der zweiten. Nochmal ein Einwurf für Salzburg. 1,5 Minuten noch. Die gelbe Karte werden. An die Brusttasche hat er sich schon gegriffen. Nein, doch nicht. Bleibt bei einer verbalen Ermahnung für Christopher Drazan und nochmal Freistoß für Salzburg. Die letzten 30 Sekunden laufen ab jetzt. Schima. Alle das Bein oben, auch er. Gattler. Nochmal Einwurf Rapid. Sind ihr alle mit dem 1:1 zufrieden? Wir hören die Stimmen natürlich nach dem Spiel und auch eine Analyse bei Bernhard Stöhr. Und vielleicht jetzt auch noch den Siegestreffer. Da ist das Tor! Und wer ist es? Wieder Steffen Hoffmann! Geschlafen. Schauen Sie sich diesen schweren Patzer an von, ich glaube, Afolabi ist es ganz schlecht zu sehen da im Schatten. Nein, es ist Sekaya. Sekaya gehört dieses Tor. Hoffmann kommt glücklich zum Ball und solche Chancen lässt sich der natürlich nicht entgehen. Und jetzt steht es 2:1 für Rapid. Oh, was für ein Patzer von Ibrahim Sekaya. Und Steffen Hoffmann, der hier seinen 70. Bundesliga-Treffer erzielt, gar nicht klar war, ob er spielen kann. Und jetzt geht der Ball noch einmal in die Luft. Da ist der Schlusspfiff. Rapid gewinnt hier mit einem Treffer in der allerletzten Sekunde durch Steffen Hoffmann. Und große Aufregung natürlich jetzt bei Hüb Stevens, der sich den vierten Mann geholt hat. Schauen Sie sich das an, wie Sekaya da daneben fährt. Und Hoffmann macht alles richtig. Das lange Eck und jetzt ist die Aufregung groß. Da hätten sie gerne einen Out-Einwurf gehabt. Da hat ihnen einiges nicht gepasst, den Salzburgern. Und dann verlieren sie diese Partie in der allerletzten Sekunde. Und wir schauen uns diesen Treffer gleich noch einmal an, um auch diese Reklamationen interpretieren zu können, die hier Thomas Gangl entgegennehmen muss. Es wird nochmal richtig laut. Das gehört alles jetzt noch zu seinem Aufgabenbereich. Er muss gut aufpassen. Auch jetzt können noch Verwarnungen. Da, der Einwurf. Und dann der Ball. Oh, da hat sich, nein, da hat sich Sekaya schlicht und ergreifend völlig verschätzt. War beim Einwurf alles korrekt. Das ist die Frage, da haben sie interveniert, Schwegler auch, aber das sind verzweifelte Versuche, hier noch was zu ändern. Denn hier der Ball von Gattler mit viel Gefühl, ein Schupfer und dann fährt Sekaya so daneben. Das darf nicht sein. Und Hoffmann ist natürlich auch allein gelassen.
den hat dort keiner mehr bewacht. Und da ist die Freude natürlich groß bei Rapid. Ist der Sieg verdient oder nicht? Das dürfen Sie selbst entscheiden. Da haben beide Mannschaften für mich in einem Spitzenduell, wenn es auch nicht die Spitzen der Liga sind, zu wenig gezeigt. Das war über weite Strecken ein Sommerkick. Aber die sind natürlich beide defensiv sehr gut organisiert gewesen. Ein Lucky Punch ist es dann tatsächlich geworden. Mit dem 70. Bundesliga-Treffer für Steffen Hoffmann, für Rapid. Und der Kapitän macht alles klar, holt drei Punkte, den ersten Sieg, die ersten drei Punkte für Rapid. Ein weiterer Schritt aus der viel zitierten Krise hier im Duell Rapid gegen Salzburg. Also 2:1 der Endstand, die letzten Sekunden waren dann noch attraktiv. Das ganze Spiel in Summe wohl nicht so besonders, wie auch immer. Jetzt gibt es die Analyse im Studio bei Bernhard Stöhr und Roman Mehlich. Ihnen noch viel Spaß. Ein Last-Minute-Treffer von Steffen Hoffmann hat also Rapid doch noch diesen 2:1-Sieg beschert. Ja, Roman, es war ein später Sieg. War es auch ein verdienter Sieg für die Rapidler? Gut, ein später, wenn man so spät das Siegestor trifft, ist immer ein bisschen Glück dabei. Aber wenn man dann insgesamt die großen Torchancen hinzuzählt und die Chancen vergleicht, dann kann man schon jetzt im Endeffekt davon sprechen, dass sie verdient gewonnen haben. Ähnlich wie in der ersten Halbzeit hat Rapid den besseren Start gehabt aus der Kabine heraus. In der 49. Minute gleich die 1:0-Führung durch Christoph Saurer. Und da ist einiges schiefgegangen in der Salzburger Abwehr. Ja, zuerst muss man sagen, dass das Tor sehr schön herausgespult wurde von Rapid. Salili auf Hoffmann, Pass in die Tiefe, Stangelpass, etwas glücklich kommt Saurer zum Ball. Wenn wir es nochmal sehen können, können wir schauen, was genau passiert. Nämlich das Salili, das ist jetzt schon das Tor von Saurer. Könnten wir es vielleicht nochmal sehen? Die Bitte an die Regie, ob wir diese Szene noch einmal einspielen können. Und da wird man dann nämlich auch sehen, dass bei Salili keiner mitgelaufen ist, ja, nach diesem Doppelpass. Salili zieht mit dem Ball zur Mitte. Wird von zwei Salzburgern attackiert. Ein Spieler davon war der Frenkie Schiemer. Sieht man hier ganz genau. Jetzt kommt Frenkie Schiemer, schaut kurz den Ball nach zu Hoffmann und in diesem Moment läuft in seinen Rücken Salihi in den Raum, in den 16 Meter. Und der Steffen, das kann er ganz einfach, spielt ihm perfekt den Ball in den Raum. Stangelpass auch in Ordnung. Hier machen die Salzburger alles richtig in Wirklichkeit. Es ist nur Pech, dass der Ball genau zu Saurer, der aber sehr schnell reagiert, kommt und das Tor macht. In drei Minuten später dann die nächste Riesenmöglichkeit für Rapid und das hätte eigentlich schon die Vorentscheidung sein können für Salihi. Ganz genau. Deswegen meine ich auch, dass der Sieg nicht unverdient war. Denn zu diesem Zeitpunkt wäre das die Vorentscheidung, vielleicht die Entscheidung dann auch gewesen. Wieder toller Pass von Hoffmann und Salihi, die muss einfach machen in so einem Spiel. Was man hier sagen muss, dass Stockfehler schwerer von Leitgeben im Zentrum. Auch das Zuspiel vom Sikaia war nicht wirklich ideal in dieser Situation. Hoffmann hat schon auf diesen Pass spekuliert, hat sofort Druck gemacht, hat den Zweikampf gewonnen, schnell in die Spitze auf Salihi. Dremel hat sehr gut reagiert, gut rausgekommen, aber trotzdem glaube ich, muss er diese Chance einfach verwerten dann. Ja, und wie es so oft ist im Fußball, die Tore, die man nicht schießt, die bekommt man dann, das 1:1 für die Salzburger durch Jakob Jantscher. Ein super Schuss, aber der darf da nie und nimmer so alleine schießen können. Ganz genau. Wieder einmal wird sich der Peter Backl sagen, nach einem weiten Schwegler-Autowurf, ich kann mich an Spiele erinnern, letzte Saison, Afolabi, ähnliches Tor mit dem Kopf damals gleich. Und hier sieht man es gut, die ganze Zeit in der Aktion kümmert sich kein Rapid-Spieler um Jantscher hier am 16er. Viel zu viel Raum hat er hier, er trifft den Ball, muss man sagen, perfekt, wie er den Ball anvisiert, wie er ihn runterdrückt, das ist ganz große Klasse, aber trotzdem von Rapid ganz schlecht verteidigt in dieser Situation. Es war ein sehr abwechslungsreiches Spiel dann in der zweiten Halbzeit. Eine Chance für Rapid in der 73. Minute. Ein toller Pass von Steffen Hoffmann. Wieder gewonnener Zweikampf, dann geht es ganz schnell. Hoffmann hat ein Riesenspiel für mich gemacht. Herrlicher Pass. Und Gattler versucht hier den Ball irgendwie zur Mitte zu bringen. Er war schon etwas zu weit draußen, wieder durch den bedrängt. Das war ganz, ganz schwierig. Ich kann mich erinnern an Van Basten irgendwann einmal. Der hat so ein ähnliches Tor einmal geschossen. Das sehen wir wieder nicht allzu viel aufgrund der Lichtschattenverhältnisse im Hanapi-Stadion. Wie schwierig ist das auch für die Spieler? Schwer zu sagen. Ich denke aber, dass man am Feld schon mehr sieht. Ne? Bei uns gehen da manchmal die Lichter aus ein bisschen, aber ich glaube, am Feld geht schon. In der 74. Minute die nächste gute Aktion der Rapidler, wieder Steffen Hoffmann. Ob Flanke oder Schuss, wissen wir nicht. Eins wissen wir aber, der geht an die Latte. Das ist für mich eine abgerissene Flanke. Ich bin mir ziemlich sicher, man müsste ihm natürlich jetzt fragen, dass er das nicht so gewollt hat, das wäre glücklich gewesen. Er wollte den Ball schon Richtung zweite Stange irgendwie bringen und er reißt ihm etwas an und wird ganz gefährlich für Dremel. Dremel wäre aber wahrscheinlich auch noch dort gewesen, jetzt ist er auf jeden Fall einmal beim Interview.
Nach einem über lange Zeit ausgeglichenen Spiel verliert Salzburg jetzt mit 1:2. Wie geht es Ihnen jetzt nach diesem Patzer durch Sekai in der letzten Sekunde und somit haben Sie ja noch das Tor erhalten? Naja, ich denke mal, das war jetzt nicht wirklich ein Patzer von Sekai. Wir stehen in dem Moment einfach schlecht. Das kann nicht sein, dass in der Mitte ein Spieler so frei ist und sich freispielen kann. Das ist, ich weiß auch nicht, im Moment ist es natürlich schwierig, die richtigen Worte zu finden, in der 92. Minute so ein Spiel noch aus der Hand zu geben. Wir sind nochmal zurückgekommen. Das ist unfassbar, aber das, gut, so ist Fußball. Jetzt müssen wir daraus lernen und sehen, dass wir am Mittwoch ein gutes Spiel machen. Also natürlich groß, die Enttäuschung bei den Salzburgern ist auch verständlich, denn sie haben gute Chancen gehabt, zum Beispiel in der 79. Minute eine wunderschöne Aktion über Leitgeb, Jantscher und dann Zarate. Oliver Bolz hat gemeint, den muss er zumindest aufs Tor treffen und da hat er recht. Ja, ganz hervorragende Aktion wieder von Jantscher eingeleitet und ähnlich wie beim Ausgleichstreffer der Salzburger ist die rechte Abwehrseite der Rapidler gar nicht im Bilde. Und aus dieser Position etwas weiter zum 16er hin verschoben, hat Jantscher den Ausgleich gemacht. Also den kann er schon aufs Tor bringen. Da haben wir noch einmal diese Riesenmöglichkeit für Zarate und dann, wie gesagt, in der Nachspielzeit dieser zweiten Hälfte der Lucky Punch für die Rapidler. Steffen Hoffmann war es nach einem groben Abwehrfehler von Sekai, auch wenn es Dorman Dremel nicht so gesehen hat. Genau, da hat er sich verschätzt, er trifft den Ball nicht. Steffen Hofmann ist, da hat der Dremel recht, ganz allein im 16-Meter-Raum. Das sollte nicht passieren, schon gar nicht zu so einem Zeitpunkt des Spiels, in der letzten Minute oder Sekunde quasi. Rapid nutzt das perfekt aus und Steffen Hofmann, ja. Also für mich, er ist sowieso, das muss ich wirklich zugeben, mein Lieblingsspieler in Österreich, für mich ist der beste Spieler, den wir in Österreich haben. Rapid kann, glaube ich, jeden Spieler verkaufen, alle anderen Kaderspieler, nur wenn er einmal geht, dann müssen sie zusperren. Und jetzt haben wir auch noch den Torschützen zum 1:0 am Mikrofon, nämlich Christoph Saurer. Keine leichte Zeit hat Christoph Saurer im Vorfeld gehabt. Die Fans waren nicht besonders nett bei Mainz. Jetzt haben sie in der 49. Minute für das 1:0 für Rapid gesorgt. Ist das auch in gewisser Weise eine Genugtuung? Ja, ich versuche die Fans auf meiner Seite zu ziehen. Heute habe ich das erste Tor gemacht, einen ersten Schritt getan und weitere folgen. Wie schwierig war es heute gegen den Meister? Ja, Salzburg ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, wir haben am Anfang gut gestartet, aggressiv und laufstark. So haben wir unsere Fans auf die Seiten geholt und haben Gott sei Dank dann 2:1 gewonnen. Es war jetzt eben ein Sieg in letzter Sekunde, ein verdienter Sieg? Ich glaube schon. Wir waren, glaube ich, kämpferisch besser, läuferisch, glaube spielerisch haben wir auch ganz gute Akzente gesetzt. Und ja, ich glaube, der Sieg geht verdient. Ja, ist verdient für uns. Dankeschön. Also Rapid gewinnt gegen Salzburg mit 2:1. Roman, ein Befreiungsschlag natürlich für die Rapidler jetzt nach den zwei Niederlagen zum Saisonauftakt. Wie werden die jetzt weiterspielen in den kommenden Partien? Naja, wenn ich das wüsste, aber ich denke mal, natürlich, wenn du als Rapid die ersten zwei Saisonspiele verpatzt und mit null Punkten da steht, dann war der Druck war vor dem Spiel immens, auch wenn alle sagen, auch wenn der Peter Backholz sagt, na, was gibt's für eine Aufregung, aber ich denke, er hat die letzten Nächte nicht so gut geschlafen. Jetzt heute wird er sich vielleicht ein Glaserl aufmachen, ein Flascherl aufmachen, ein Glaserl Wein trinken, wieder gut schlafen und jetzt geht's darum, gut zu regenerieren, am Dienstag am Europacup weiterzukommen und dann geht's relativ schnell, dass Rapid wieder zu alter Form findet. Also Roman Melich kennt Peter Backholz besser, als wir alle glauben, ganz offensichtlich. Und wir schauen noch einmal ins Hanapi-Stadion. Steffen Hoffmann ist am Mikrofon. Ja, der Goldtorschütze bei mir. In letzter Sekunde noch das 2:1 für Rapid. Wie erleichtert ist man jetzt dadurch, dass Rapid doch sehr unter Druck gestanden ist? Ja, wir sind natürlich sehr erleichtert. Wir sind erleichtert, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben. Aber ich glaube, was natürlich auch sehr, sehr wichtig war für uns, war einfach, wie wir heute Fußball gespielt haben. Ich denke, wir haben von Anfang an ein sehr gutes Spiel gemacht, haben wieder das gezeigt, was die Zuschauer von uns sehen wollen, offensiven Fußball, den Ball gut in den Reihen gehalten und ja, wir freuen uns über eine Steigerung und natürlich über die wichtigen drei Punkte. Heute das Duell zweier Teams, die etwas wackelig in die neue Saison gestartet sind und für Rapid, wer hätte es bei einer weiteren Niederlage sogar den schlechtesten Saisonstart in der Clubgeschichte gegeben, aber es kam ganz anders. Es gab einen 2:1 Befreiungsschlag und Erich Auer unter den mehr als 17.000 im ausverkauften Hanapi-Stadion war auch ein Überraschungsgast. Und zwar ein als Eichhörnchen verkleideter Hase, der in der Anfangsphase Richtung und Tempo im Rapid-Spiel vorgibt. Grün-Weiß meist über links in der ersten Viertelstunde, über den agilen Saurer und dann auch über Markus Katzer, der vorbei
an Schwegler und Hamdi Salihi mit der ersten Chance. Rapid im 4-4-2, wie in der Liga üblich. Salihi statt Gartler in der Startelf. Naja, und Schwegler lässt da Katzer ungestraft ziehen. Salzburg kommt in dieser Anfangsphase kaum in die Gänge. Rapid diktiert das Spiel. Hofmann auf Hino und da ist Jelavic. Nächste gute Gelegenheit, aber wie zuvor Salihi mit dem Fuß, kann Jelavic hier den Ball mit dem Kopf keine entscheidende Richtungsänderung geben. Nach 20 Minuten Salzburg erstmals offensiv unterwegs. Saradet legt zurück auf Schwento, der an seinem 25. Geburtstag mit einer der schlechtesten Darbietungen seit er in Salzburg spielt. Aber der Meister kommt auf den Geschmack. Wieder Sarate, der Mann für alle Fälle. Und da ist Roman Wallner mit dem Kopf, verfehlt das Ziel, aber letztlich deutlich. 25 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt gespielt. Mendes in die Spitze, wieder Roman Wallner, der zieht sofort ab, trifft das Außennetz, aber Raimund Hedl hat da die kurze Ecke auch dicht gemacht. Dann erster Eckstoß, Rapid, Hofmann, Jelavic, knapp vorbei am Führungstreffer. Katzer kommt aus schrägen Winkel dann nicht mehr dazu, den Ball im Tor unterzubringen. Jelavic, Kopfballsieger gegen Afolabi und auch gegen Schwento, die ihn beide allerdings nur halbherzig attackieren. Das Ganze kurz vor der Pause, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, dann fast das 1-0 für Salzburg durch einen Rapidler, Mario Sonnleitner, mit dem Kopfball knapp über das eigene Tor. So steht es zur Pause vor den Augen vom Teamchef und vor einigen Rapid-Legenden 0-0. Aber Rapid erwischt einen Blitzstart in der zweiten Hälfte. Ballgewinn durch Häkkinen und Patoka und dann geht's blitzschnell. Salihi kommt mal über den Flügel, Hofmann ist zentral. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn, der Hofmann? Da ist er schon. Doppelpass mit Salihi, ein kurzer Blick nach innen. Und dann bringen die Salzburger die Kugel nicht aus dem Strafraum. Christoph Saurer in Minute 49 zum 1-0. In seinem ersten Bundesliga-Einsatz für Rapid macht er gleich sein erstes Tor. Und da kommt Freude auf. Gerhard Remmel reklamiert da, warum auch immer, sieht gelb. Ja, und Salzburg versucht zu kontern, wird aber ein Doppelschlag von Rapid binnen 2 Minuten gewesen. Leichtfertiger Ballverlust von Leitgeb und dann geht's ganz schnell in die andere Richtung. Ideal von Hofmann in den Lauf von Salihi, aber der trifft Tremmel und nicht das Tor. Dann reagiert Vip Stevens, bringt statt Wallner den neuen aus Uruguay, Joaquin Bogosian, und für den ganz schwachen Schwento Jakob Jantscher. Und 7 Minuten später lohnt sich das gleich. Bogosian verlängert den Einwurf von Schwegler zu Jantscher und es steht in Minute 62 1-1. Der erste Salzburger Torschuss, der auch wirklich aufs Tor kommt. Bogosian spielt da seine Körpergröße von 1,97 Meter aus und Jantscher, sträflich vernachlässigt von Kaihan, trifft zum Ausgleich. Für ihn der erste Treffer für seinen neuen Arbeitgeber. Rapid kurzfristig im Schockzustand, dann Hofmann. Na, wollte er da flanken? Ich glaube, er wollte das so machen. Direktversuch oben auf die Querlatte. Aber Salzburg jetzt wesentlich besser im Spiel drinnen. Und die nächste gut herausgespielte Möglichkeit. Jantscher in den Rückraum, da ist Zárate. Ähnliche Situation wie beim Ausgleich. Diesmal der Argentinier völlig alleingelassen im Rapid-Strafraum. Aber sein Schuss verfehlt das Ziel doch um 1,5 Meter. Da waren schon 70 Minuten vorbei. Die 90 Minuten sind vorbei. Nachspielzeit. Gartler für Salihi eingewechselt. Da ist Hofmann. 2-1 Rapid. Exakt 3 Minuten Nachspielzeit vorbei. Aber was war das für ein böser Patzer des sonst so überragenden Ibrahim Sekaya. Hier verschätzt sich völlig, ermöglicht Hofmann damit den Abschluss. Afolabi kann auch nicht mehr eingreifen, verliert im 13. Anlauf erstmals gegen Rapid. Peter Packholt
jubelt ebenso wie Raimund Hedel über einen Sieg gegen Salzburg nach 449 Tagen Kunstpause. Naja, und der Kapitän von Rapid ist für seine Verhältnisse so richtig euphorisch. Natürlich ist es ein super Gefühl für uns heute, das Spiel zu gewinnen. Vor allem dann so knapp vor Schluss das Tor zu machen, ist doch ja, sehr, sehr schön gewesen. Aber jetzt heißt es natürlich ausruhen morgen. Und übermorgen geht es schon wieder weiter. Aber dieses Tor, dieser Sieg, auch eine Frage des Willens. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, Rapid will mehr in diesen letzten Minuten. Ja, ich glaube, wir haben heute ein wirklich gutes Spiel gemacht. Wenn man die letzten Wochen bedenkt, was da alles auf uns eingeprasselt ist, denke ich, haben wir heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, ich freue mich über den Sieg, ich freue mich über mein Tor, aber noch mehr freue ich mich über den Torschützen zum 1:0. Das heißt über Christoph Saurer, diese ganze schwierige Situation auch um diesen jungen Spieler, der zu Rapid gekommen ist, nicht wirklich herzlich aufgenommen wurde. Leidet man damit? Ja, ich denke, es war abzusehen, dass es da ein paar Reaktionen gibt. Aber Christoph ist sehr professionell damit umgegangen und ja, versucht das jetzt durch Leistung einfach sich da den Respekt zu erspielen. Und ich denke, wenn er weiter so spielt wie heute, dann hat er sich den Respekt allemal verdient. Na, Tor und Lob vom Kapitän. Wie fühlt sich das denn an, lieber Christoph Saurer? Sehr schönes Gefühl. Ich habe versucht, meine beste Leistung zu geben für den Verein. Und den ersten Schritt heute getan, dass ich die Fans auf meine Seiten ziehe. Ja, und solche Plakate gehören hoffentlich endgültig der Vergangenheit an. Danke. Lieber Erich Auer, Markus, wie leistungsgerecht war dann letztlich, auch wenn es so spät war, das 2:1, der Erfolg für Rapid? Ich glaube, dass der Sieg von Rapid in Ordnung geht, weil sie von der ersten Sekunde an klar zu verstehen gegeben haben, sie wollen unbedingt diese 3 Punkte. Und Red Bull ganz einfach nur so Sequenzen drinnen im Spiel gehabt hat, wo man gemerkt hat, was für Qualität in dieser Mannschaft steckt. Und von daher, ich glaube, gehen die 3 Punkte für Rapid in Ordnung. Wir wollen uns den spielentscheidenden Treffer, dieses Tor in der Nachspielzeit nochmals ansehen. Es war ein Pass von Gartler, bei dem dann Sekaya nicht mehr entscheidend eingreifen konnte und Hofmann mit all seiner Schusstechnik das Siegtor erzielt. Wir reden da jetzt dann immer über Sekaya. Die Frage ist auch, wo der Afolabi steht. Der steht meines Erachtens viel zu weit drinnen. Dadurch ist es natürlich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Also da ist man mit den Gedanken vielleicht schon in der Kabine, aber das darf ganz einfach nicht passieren. Und noch einmal, also ich glaube, dass da nicht der Sekaya der Hauptschuldige ist, sondern für mich mehr der Afolabi, der ganz einfach zu weit vom Sekaya weg entfernt steht. Salzburg bleibt auch im zweiten Spiel ohne Erfolg in der Meisterschaft, hat auf den Färöerinseln verloren, hat auf Zypern 1:1 gespielt, kurz vor Schluss auch ein Gegentor kassiert, so wie heute gegen Rapid. Ist Salzburg bei weitem noch nicht in der Stärke und in der Qualität wie zum Beispiel letztes Jahr im Herbst? Ja, wenn man die Resultate hernimmt, dann ist es so. Ja, also sie haben, und das wiederhole ich mich, aber sie zeigen in ihren Spielen jedes Mal so Sequenzen, wo sie wirklich, wo man sieht, was für Potenzial, was für irrsinnige Qualität vorhanden ist. Aber das ist einem nachher zu wenig. Natürlich sind wieder neue Spieler gekommen, aber ich glaube ganz einfach, dass jetzt ein Hüb Stevens schon das zweite Jahr da ist. Also der Stamm der Mannschaft müsste eigentlich verstehen, um was es geht. Und die neuen Spieler, die haben ganz einfach aufgrund des Trainings und der Spiele die Möglichkeit, das System kennenzulernen. Und ich glaube, dass da der eine oder andere ganz einfach noch ein bisschen sich an die Liga gewöhnen muss. Auf der anderen Seite ist es für die jungen Spieler so, dass ein Jakob Jantscher ein recht ruhiges Leben in Graz, sage ich unter Anführungszeichen, geführt hat. Das ist jetzt dann ein bisschen was anderes. Ja. Und das sind neue Umstände, die für jeden Spieler anders sind. Und man muss schauen, die Qualität ist vorhanden und Salzburg wird auf jeden Fall ihren Lauf bekommen, weil die Qualität noch einmal irrsinnig groß ist. Ja, und zu wünschen für den österreichischen Clubfußball wäre es vor allem, wenn dieser Lauf schon am Mittwoch anhält, beim Heimspiel, beim Rückspiel gegen Omonia Nicosia. Österreichischen Teams waren in der Vorwoche hervorragend, haben ja nicht verloren und haben alle 4 die besten Möglichkeiten, eine Runde in die Playoff-Phase weiterzukommen. Salzburg dann nächste Woche auch in der Meisterschaft zu Hause gegen Wiener Neustadt. Auch das ein brisantes Spiel kommenden Samstag. Was sagen die beiden Trainer? Wie sehen die Analysen von Peter Backholt und zunächst von Hüb Stevens aus? Wir wollten agieren. Im Moment, als wir im Ballbesitz kamen, wollten wir nach vorne spielen. Aber das haben wir nicht hinbekommen. Und das war die erste Halbzeit unser Problem. Die zweite Halbzeit haben wir dann, sicherlich nach dem Rückstand, haben wir 2 frische Leute gebracht.
Und die haben auch, denke ich, doch wieder was Wind in das Spiel gebracht für uns. Und leider sind wir dann nicht belohnt geworden, aber das tut man sich selbst an. Ja, so einen Siegesjubel sieht man nicht alle Tage von Peter Backholt. Wie groß war da die Freude, die Erleichterung? Sehr groß. Man hat es am Jubel gesehen. Sie waren ja ziemlich cool in dieser ganzen Situation. Auch letzte Woche sind wir hier gestanden beim Interview. Wie hat es wirklich in Ihnen drinnen ausgesehen nach diesem nicht optimalen Start? Es gibt im Sport nicht nur immer Sonnenschein. Es gibt Regen, dazwischen gibt es auch Gewitter. Auch. Und da muss man einfach die Ruhe bewahren. Man muss auch einfach schauen, dass man irgendwo seine Linie beibehaltet und nicht irgendwelche Schwanken unterlegt. Schauen, wie die Spieler reagieren auf gewisse Situationen. Und ich denke schon, dass ich das Gespür habe, da immer die richtigen Worte zu finden. Wie viel Selbstvertrauen, wie viel Kraft geben diese drei Punkte jetzt auch im Hinblick auf die kommenden Spiele? Es kommen ja einige Spiele auf Sie zu. Na sehr, weil ich denke, mein Last-Sekundensieg kann man ja sagen, der bringt einfach, der nimmt so viel Positives mit. Aber natürlich, jedes Spiel hat einen anderen Charakter, es sind neue Aufgaben wieder. Dienstag kommt ein ganz anderes Spiel wieder auf uns zu, aber da kann man natürlich schon sehr viel Positives mitnehmen. Und man muss unseren 12. Mann auch heute gratulieren für diese tolle Stimmung, für diese tolle Unterstützung. Und ich glaube auch unsere Fans mit dem Schlusspfiff können natürlich auch sehr, sehr stolz sein auf die Mannschaft und natürlich auf sich selber. Ja, aber dem Eichhörnchen könnten Sie auch gratulieren, weil das war irgendwie dann doch der Glücksbringer. Na, ich habe nur gehofft, dass niemand das Eichhörnchen, dass einer draufsteigt oder was, weil so, wenn man das Haschel verliert, sie doch in den großen Stadien, kennt sie dann nicht aus. Und ich hoffe, dass da nichts passiert ist und dass das Wohlbehalten irgendwo in einem Gebüsch sitzt. Jetzt wissen wir das auch. Peter Backholt hat ein Herz für Tiere. Dankeschön. Immer. Das war dann ein großer Kopf. Also, auch ein Katzenfreund und ein Eichhörnchenfreund. Peter Backholt, liebevoller als manchmal zu seinen Spielern. Das stimmt, ja. Also, Rapid gewinnt gegen Salzburg mit 2:1 und heute auch